Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein How-To und zwar um das Thema Trensen. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So, hier fangen wir an. Zuerst lege ich die Zügel über den Hals. Dann mache ich den Anbinder ab. So, und jetzt habe ich nämlich die Zügel um den Hals, damit das Pferd hier nicht weglaufen kann. Ich nehme nämlich auch noch das Halfter ab. Dann gehe ich mit der rechten Hand so unterm Hals an seine Nase, über seine Nase, greife dann mit der rechten Hand den Genickriemen der Trense, schiebe mit der linken Hand das Gebiss ins Maul. Dann kommen die Ohren da so durch und ich fummel die Mähne und den Schopf daraus, damit auch nichts zwickt und drückt. Und dann mache ich den Kehlriemen zu. Das ist dieser hier. So. Genau, den mache ich so fest zu, dass noch eine Faust dazwischen passt. Da seht ihr das. Passt. Sehr schön. Dann kommen wir zum Nasenriemen. Da muss ich erst gucken, ob der auch hier auf dieser Seite unter dem Backenstück langläuft. Hierbei handelt es sich um ein schwedisches Reithalfter. Das hat so eine Umlenkschnalle. Da stecke ich den Riemen erst einmal durch und dann führe ich ihn zurück zur Schnalle, zur eigentlichen Schnalle. Da habe ich nochmal kontrolliert, ob alles richtig sitzt. Da habe ich schon mal vorgeschaut, ob alles gut ist. Und dann muss der Riemen so locker sitzen, dass zwei Finger da gut durchpassen. Als letztes kommt der Sperrriemen. Den mache ich sehr locker. Einfach nur zu. Genau. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und vielleicht war es ja auch für den einen oder anderen ein bisschen hilfreich. Und sonst würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.